Ja, also die Analyse geschlechtlicher Arbeitsteilung in der frühen kritischen Theorie ist mit Sicherheit ungenügend. Was die frühe kritische Theorie dagegen aus meiner Sicht für feministische Theorie interessant macht, sind ihre Ausführungen zur Konstitution des bürgerlichen Subjekts. Wie ich versucht habe, hier ein Stück weit herauszuarbeiten, ist, dass sich in der Dialektik der Aufklärung eben Überlegungen finden, die in die Richtung gehen, dass das Geschlechterverhältnis, beziehungsweise genauer gesagt, bestimmten Vorstellungen von Weiblichkeit, diese für das bürgerliche Subjekt konstitutiv sind. Nämlich eben also diese sorgend anerkennende Weiblichkeit, hier einerseits und das bedrohlich verführerisch mit Natur assoziierte verderbende weibliche auf der anderen Seite. Die Konstitution des bürgerlichen Subjekts hat aber eben laut der Dialektik der Aufklärung auch nicht nur was mit diesen beiden Bildern von Weiblichkeit zu tun, sondern worauf ich in meinem Vortrag eben nicht eingehen konnte. Die Konstitution des Subjekts geht auch einher mit einer spezifischen Form von Rationalität, der instrumentellen Vernunft. Diese Form der Rationalität, die von Abstraktion und Entsinnlichung gekennzeichnet ist, wird von Adorno und Horkheimer bisweilen als patriarchal bezeichnet. Bürgerliche Subjektkonstitution und die Entwicklung instrumenteller Vernunft gehen aus der Perspektive der Dialektik der Aufklärung, also aus demselben historischen Prozess hervor. Beide besitzen dabei auch eine geschlechtliche Dimension. In beide gehen eben patriarchale Herrschaftsansprüche ein. Und deswegen denke ich, also ich würde vorschlagen, die Dialektik der Aufklärung nicht nur als eine geschlechtsneutral gedachte kritische Perspektive auf die Entwicklung des bürgerlichen Subjekts zu sehen und als eine Kritik an der geschlechtsneutral verstandenen Rationalität, sondern ich denke, dass in der Dialektik der Aufklärung eigentlich auch schon jeweils in dieser Subjektkonstitution und in der Rationalität auch nochmal Perspektiven angedeutet werden, die eine Möglichkeit bieten könnten zu einer gesellschaftstheoretisch fundierten Kritik des Geschlechterverhältnisses zu kommen. Aber ausgearbeitet finden die sich da mit Sicherheit nicht. Und es gibt da einzelne Überlegungen, auch in der Entwicklung feministischer Theorie, die da manche Aspekte weiter ausgebaut haben. Ich denke aber, das wäre ein Feld, was man noch weiter beackern müsste. Und in die Richtung wird zu denken Sinn machen.